casa blanca, enterré mi fantasía, una guitarra rubita no canta, cántame Andalucía. De Granada a casa blanca, tú me vales en la playa, con tus ojos negros chiquita y con tu boca enamorada. Enamorada como tú, enamorada como tú, enamorada como tú, enamorada como tú. Lernen endlich, wie man Videos macht und den Ton einschaltet. Weil das ist scheinbar kein Selbstgänger, zumindest bei mir nicht. Ich habe ein wunderschönes Video gemacht mit ganz tollen Farben und habe euch ganz viel dazu erzählt, was ihr aber niemals herausfinden werdet, weil ich vergessen habe, den Ton einzuschalten. Ich möchte im ersten Moment glauben, dass es nicht mein Fehler war, sondern etwas mit dem Mikrofon zu tun hatte, welches ich mir gekauft habe. Und da sieht man mal wieder, dass man am falschen Ende spart. Ich habe mir ein Richtmikrofon gekauft, sagen wir mal im unteren Preissegment, weil die Kamera schon sehr teuer war. Und habe mir gedacht, was soll's, ich werde ja keine Vorträge halten. Ja, hätte ich mal auf meinen Mann gehört, der mir gesagt hat, nimm doch lieber was, was etwas besser bewertet ist. Egal, deshalb glaube ich, das war nicht mein Fehler, sondern es war das Mikrofon. Aber kommen wir zu dem heutigen Make-up-Tutorial. Da habe ich mich für den Look entschieden, der, wie ich finde, habe ich das nicht auch schon im ersten Video gesagt? Der, wie ich finde, nein, der Look ist einfach toll. Der ist, dieses Orange macht vielleicht im ersten Moment ein bisschen Angst, weil man denkt, ja, hallo. Aber ich glaube, dass gerade wenn man helle Augen hat, also blau oder auch grün, dann bringt das die Augen wirklich schön zum Strahlen. Aber es passt eben auch ganz besonders toll zu braunen Augen. Also ich hatte das eine Freundin von mir gemacht, den Look, und die hat wirklich tief, dunkle, fast schwarze Augen. Und das sah toll aus bei ihr. Das hat ihr dem, so einen kleinen Reh-Ausdruck noch gebracht. Ja, und ansonsten habe ich auch noch ein paar neue Produkte verwendet. Und wenn ihr wissen wollt, wie dieser Look gemacht ist, dann bleibt dran. Bis gleich. So, wir starten mit der Feuchtigkeitscreme, in dem Fall von Weleda. Obwohl da Nachtpflege draufsteht, ich mag die ganz gerne, die ist besonders reichhaltig, benutze ich die ganz gerne, gefolgt von meinem Primer, in dem Fall von Clinique. Heute habe ich mich mal für die Giorgio Armani Luminous Silk Foundation entschieden und die, finde ich, macht einen wahnsinnig schönen Glow auf der Haut, ist eher eine Leichtdeckkraft, aber es gilt, wie immer, wenn man das etwas deckender mag, da kann man gerne eine zweite Schicht drauf machen. Lässt sich auch super verteilen. Mein Concealer ist heute der von MAC. Der ist relativ deckend und der ein oder andere denkt, oh, der ist aber vielleicht ein bisschen hell für mich. Der zieht schön ein und ich habe das Gefühl, dass er sich so an den Hautton ein bisschen adaptiert. Das macht den zu einem meiner Favoriten im Moment. Genau, eingearbeitet mit meinem Mini-Beauty-Blender. Jeder, der den in groß hat, weiß, wie unschätzbar tolle Arbeit diese Dinger leisten. Und ich mag den kleinen ganz gerne für die Bereiche rund um das Auge. Als nächstes kommt der Soft Okra Pink Pot als Basis für den Lidschatten, der sich danach sehr gut verarbeiten lässt. Nicht vergessen abzupudern, sonst gibt es so unschöne Fältchen. Ja, die Augenbrauen machen wir mal im Schnelldurchlauf. In dem Fall von NYX. Da hat jeder so ein bisschen seinen eigenen Stil, wie er seine Augenbrauen am besten macht. Ich mag das ganz gerne mit dem Stift erst und immer mit dem Bürstchen hinterher pinseln. Immer wieder das Bürstchen nehmen und zum Schluss ein Augenbrauen-Gel. In dem Fall ist das der von MAC zum Fixieren der Härchen, aber auch nochmal, um so ein bisschen Farbe dazu zu geben. Dann schnappe ich mir meine Morphe 35O Palette und fange an, mir meine Lidfalte mit dieser Transition-Farbe, die vielleicht im ersten Moment ein bisschen hell aussieht, aber ich habe es ganz gerne, mir die Farben von hell nach dunkel auszusuchen, damit die Übergänge auch schön weich ausfallen. Als nächstes schnappe ich mir einen meiner neuen Lieblinge, diese Melt Cosmetic kleine Palette, die man übereinander stapeln kann, und nehme mir diesen schönen Karamellton. Ganz hoch pigmentiert die Farben, wunderschön. Ich habe mir mal überlegt, einen Look zu machen nur aus diesen Farben, auch gerade mit diesem tiefen
Burgunderrot, ganz toll. Ja, das ist gefolgt jetzt von einer weiteren Marke, die ich cool finde, schon der Name ist geil, Obsessive Compulsive Cosmetics. Die haben ganz viele schöne Pigmente, keine Lidschatten, sondern wirklich ganz intensive Farben von in dem Fall diese Rostfarbe, unglaublich toll zu verarbeiten. Man muss sich halt nur die Mühe machen, wie bei all diesen Smoky Eye Effects, um das wirklich einzuarbeiten in das Auge. Richtig schön sich die Zeit nehmen zu verblenden und zu verblenden, verblenden, wieder einarbeiten, sich langsam an den Grad der Intensität, den man gerne hätte, auf dem Auge hocharbeiten. Nicht mit ganz viel anfangen, sondern mit wenig und immer verblenden, verblenden, verblenden. Mit einer schönen, großen, fluffigen Bürste, wenn möglich. Auch Make-up gibt. Einer meiner Lieblingsmarken macht Pigmente, in dem Fall allerdings ein Pigment, was einen leichten Schimmeranteil hat, Vegas Lights. Da mache ich meine Bürste mit ein bisschen Primerwasser nass, damit es wirklich schön intensiv. Und das sollte man möglichst sozusagen aufs Auge tupfen, nicht so sehr einreiben, da fällt sonst zu viel runter, sondern richtig mit kleinen Bewegungen eintupfen. Sobald das Primerwasser auch getrocknet ist, hält das wirklich bombenfest. Und das gibt so ein bisschen diesen Halo-Look, also in außen, an den äußeren Enden des Auges ist es eher dunkel und innen drin ein bisschen heller, das nennt man den Halo-Look. Gerade in dem Zusammenhang mit diesen anderen rostigen Farben fand ich das eine ganz tolle Kombination. Als Eyeliner habe ich mich für den Stila Got Inked entschieden. Im Moment für mich einer der besten Eyeliner, zumindest was meine Technik betrifft, das aufzutragen. Jeder macht da oder hat da was gefunden, was für ihn am besten funktioniert. Ich mag das ganz gerne mit einer wirklich wahnsinnig dünnen, spitzen Pinsel aufzutragen. Das ist fast so ein bisschen wie Tinte, wenn man in diesen Eyeliner reingeht. Es ist nicht so gelartig, dass es so schmiert, sondern es ist wirklich wie Tinte. Man kann einen ganz dünnen Lidstrich machen, wenn man möchte, oder eben sich an einen dickeren ranarbeiten. Aber ich finde, mit dieser kleinen, dünnen Bürste kann man da ganz besonders präzise arbeiten. Und ich fange klein an und werde, je nachdem, was ich für meinen Look mag, irgendwie dicker oder in dem Fall bleibe ich ein bisschen schlanker. Und mache weiter mit einem Eyeshadow Pen oder Stick, wie auch immer, in dem Fall von Manhattan. Gibt es, glaube ich, in jeder Drogerie oder in jeder gut geführten Drogerie gibt es Manhattan. Auch wieder so einen braunen Ton und den trage ich sowohl im Auge auf als auch am äußeren Wimpernrand und verblende das wieder ein bisschen mit der rostigen Farbe von Obsessive Compulsive Cosmetics und zwar relativ großzügig. Für die Wimpern, für die falschen Wimpern, habe ich was ganz Neues entdeckt. Und zwar gibt es ja schon relativ lange auf dem Markt einzelne Wimpern. Da finde ich das aber so mühsam, so jede einzelne Wimper eine halbe Stunde für jedes Auge irgendwie anzukleben. Und das sind jeweils entweder 3 oder 4 am Stück. Und da kann man sich so hocharbeiten. Manchmal möchte man nur am äußeren Augenrand was haben. Die haben verschiedene Größen und Längen. Es gibt sogar welche für unten. Und das hatte für mich noch einen relativ natürlichen Effekt und hat mir gut gefallen. So, zum Abschluss noch eine Lage Mascara. In dem Fall ist es die von Yves Saint Laurent, die Shocking Mascara. Und ich finde, das verbindet die falschen Wimpern mit den eigenen immer ganz gut. Oben eine relativ großzügige Lage und unten zum Ausgleich am unteren Wimpernrand auch nochmal drüber gehen. So, off-camera habe ich uns mal das zweite Auge erspart und selber gemacht. Und wir machen weiter mit dem Contouring, das ist ein Contouring-Stick von Ila Maska, der so eine schöne gelartige Textur hat und im ersten Moment so ein bisschen eklig aussieht, weil man denkt, so dieses Grau-Braun sieht gut aus. Aber der lässt sich super gut verteilen und ist so ein Universal-Contouring-Stick, weil der tatsächlich für jede Hautfarbe gut funktioniert. Man muss nur aufpassen, dass man sich den schön in den Haaransatz mit einmassiert, damit es da keine harten Übergänge gibt. Und man muss aufpassen, dass man eben nicht zu nah Richtung Mundwinkel kommt. Sonst sieht das manchmal so ein bisschen aus wie der Joker. Also schön unterhalb des Jochbeins bleiben, um die natürlichen Schatten, die sowieso im Gesicht sind, nachzuahmen. Weiter machen wir mit dem von mir heißgeliebten Bronzing Puder, das ist von MAC in dem Fall, Give Me Sun. Und ich finde, der macht immer den größten Unterschied, weil man danach so richtig schön von der Sonne geküsst aussieht.
Ja, ich nehme nochmal meinen Translucent Powder und setze an den Ecken und an den Kanten, vor allen Dingen, an denen ich noch so ein bisschen Contouring brauche, nochmal so ein bisschen hellen Puder drunter. Das verstärkt noch sozusagen den Hell-Dunkel-Schatten-Effekt. Weitermachen wir mit Becca Shimmering Highlighter, den ich mir ja, an den gewohnten Stellen überhalb des Jochbeins, an der Nasenspitze, überhalb der Oberlippe, um sie so ein bisschen voller erscheinen zu lassen. Und eigentlich noch überhalb der Augenbrauen. Mal gucken, ob ich dran gedacht habe. Unterhalb der Augenbrauen meine ich, genau. Das öffnet nochmal so das Auge. Und an den Innenseiten der Augen, das gibt nochmal so einen schönen wachen Effekt. Ja, und beim Rouge haben wir gleich zwei Probleme. Erstmal ist das, glaube ich, eine Limited Edition von MAC gewesen und zweitens kann ich den Namen da nicht mehr erkennen. Aber an der Stelle muss ich ganz ehrlich sagen, nehmt euch ein Rouge, was für euren Hauttyp gut ist. Das sollte natürlich im Zusammenhang mit dem etwas erdtönlastigen Lidschatten jetzt nicht unbedingt zu pink sein, aber da kann man, glaube ich, nicht viel falsch machen. Sucht euch was aus, was euch gefällt und das wird schon passen. Ja, beim Schneiden des Videos ist mir dann aufgefallen, dass die Lippenstiftfarbe sicher optimaler hätte gewählt werden können. Blöd nur, dass mir das in dem Moment, wo ich mir die Farben ausgesucht habe, nicht so aufgefallen war. Das ist im Prinzip eine schöne Farbe und hier von Laura Mercier, der Lip Liner ist auch ganz toll. Hätte natürlich sehr viel besser zu einem anderen Make-up gepasst, als ich es mir ausgesucht hatte. Ich hätte mich eher auf was Hellbraunes oder Dunkelbraunes auf den Lippen konzentrieren sollen und dachte aber so, auch Nude mit so einem kleinen Rosé-Stich ist vielleicht keine schlechte Idee. Wie gesagt, ist auch keine schlechte Idee zu einer anderen Frau und zu einem anderen Make-up. Aber gut, let's go with the flow. Obwohl der Look vielleicht nicht optimal ist, der Lippenstift-Look ist Dose of Colors und der Lippenstift einer meiner absoluten Lieblingslippenstifte im Moment. In dem Fall die Farbe Truffle. Nicht nur, dass dieser Lippenstift ewig hält. Sobald er einmal matt eingezogen ist und getrocknet ist, hält er wirklich unfassbar lange. Man muss den nicht nachlegen, ich gehe einmal aus, ich nehme den noch nicht mal mehr mit, irgendwie in die Handtasche oder was, weil egal ob ich esse oder trinke oder 5 Stunden am Stück quatsche, dieser Lippenstift hält für die Ewigkeit.